Wir treffen heute Christoph Redelmeier von den Top Trails of Germany. So heißt der Zusammenschluss der schönsten Fernwanderwege Deutschlands. Und uns erzählt sie, was das Wandern hier so besonders macht. Wandern durch die unberührte Natur. Nur wenige Schritte vom Travel Charm Hotel Gotisches Haus entfernt liegt der Harzer Hexenstieg. Auch er gehört zu den Top Trails. Christa, was genau sind denn eigentlich die Top Trails? Die Top Trails of Germany ist ein Zusammenschluss von 16 deutschen Fernwanderwegen. Der kürzeste ist 97 Kilometer, der längste 660. Erschließen die jeweiligen Regionen, ob es der Harz ist, der Schwarzwald. Und das sind alles zertifizierte Wanderwege. Denn wenn man Deutschlands beste Wanderwege ist, dann möchten wir auch sagen, dass es nachweisbar ist. Und die Wege sind wunderbar markiert. Der Harzer Hexenstieg durchquert fast alle Landschaften des Harz. Was sind deine persönlichen Highlights? Meine persönlichen Highlights beim Harzer Hexenstieg, der ja von Ost nach West geht, von Thale bis Osterode, ist natürlich der Brocken, also als der Berg mit 1142 Meter. Wenn man Glück hat, ist es nicht neblig dort oben. Man kann natürlich mit der Brockenbahn auch wieder runterfahren. Und ein weiteres Highlight ist natürlich das Bodetal, also das ist der Grand Canyon des Harzes. Da kann man sich wirklich wohlfühlen, da schlängelt sich die Bode so richtig schön in die Felsen hinein und das ist mit Sicherheit eins der Highlights am Weg. Warum heißt der Harzer Hexenstieg denn eigentlich Hexenstieg? Naja, da gibt es den Brocken und da findet jedes Jahr am 30. April zur Walpurgisnacht dann durchaus ein Highlight statt. Dort treffen sich die Hexen. Es ist auch der Hexenberg Deutschlands genannt. Und ja, dann hat man das Thema aufgenommen für den Wanderweg und ist auch entsprechend ausgezeichnet mit der Hexe. Also ich denke, ein sehr, sehr passendes Thema. Und wenn es einmalig so ist in Deutschland für den Wanderweg, absolut das Richtige.